Hallo, hier ist wieder FC. Wir sind gerade mit Yoshi's Island mit dabei sind. Und du so. Ach ja, der Itfu hat sich jetzt so im Kopf eingesetzt wie ich. Weil du angefangen hast, du Arsch. Ja. Itfu hat irgendwelche Gedanken einzusetzen, ist jetzt wirklich nicht schwierig. Du kannst. Okay, die Geister. Okay, Geister. Geister, ja. Sind eingespeichert als Geister. Weißbrot. Wusste ich, dass das kommen würde. Geister, Geister, Weißbrot. Hey, ihr habt so oft Geister gesagt, da musste Weißbrot dazwischen. Ja klar, ich aktiviere das Ding da drinnen, aber ich lösche nichts weg. So. Kann doch unmöglich alles gewesen sein. Wow. Moment, haben wir hier noch irgendwas? Da waren die Münzen. Da machen wir das alles mal weg. 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 Oh. Weg. Weg. Mach doch mal was hin. Alles immer noch wegmachen. Nö. Ja. Mach Yoshi's mein Yoshi's Craft. Hä? Es sollte eine Minecraft-Anspielung werden. Ja, das habe ich schon verstanden, aber er hat sie nicht zu Ende geführt und. Ja, du sollst ja was hinmachen. Das klang echt scheiße. Ja, es ist ja auch. Es klang richtig bescheuert. Es geht ja auch um Minecraft. Es klang also richtig grenzdebil. Was soll der Mist? Minecraft ist scheiße. Ja, da stimme ich schon auch zu. Deswegen war das. Schön, dass ihr euch einmal im Leben einig seid. Ja, wir sind auch öfters einig, wenn es darum geht, dass er scheiße ist, er nicht spielen kann, dann sind wir uns auch mal einig. Ah, ja. Relativ häufig, ja. Verstehe. Ja. Das nehmen wir jetzt einfach hin, okay. Puhuhu. Ne, das war... Ich finde es ja immer noch interessant, dass. Kommen eigentlich bei den Geistern Eier raus, wenn man hier isst? Natürlich. Ja. Das ist das Unlogischste, was ich jemals gehört habe. Ja, wer braucht schon Protonenstrahler und so was, wenn man eine Zunge hat? Ja, also definitiv. Na eben, vor allem, wenn man nicht existierende Materie in Materie verwandeln kann. Also brauchst du nicht mal einen Materieumwandler. Schaust du mal, was für Yoshi für einen heftigen Magen hat. Der kann sogar Ektoplasma verarbeiten, ja. Ja, das ist. Also der Schuss war doch mal gut hier. Musst du da nicht durch den Ring durchspringen, dass du Dinger bekommst? Boah, ich will das aber gerne alles speichern lassen hier. Für den Fall, dass ich drauf gehe. Der Schuss war interessant. Das sind sehr interessante Fledermäuse, die. Irgendetwas gesehen haben, was sie nicht sehen sollten und deswegen total schon im Arsch sind. Ich schau mal, wie die aussehen, Alter. Ganz gesund sehen die nicht aus. Den Trick habe ich mir aber auch bei jemand anders abgeschaut. Und jetzt flieht sie. Nur weil sie jetzt zig mal ausgekotzt wurde. Ich würde auch fliehen, wenn ich zig mal ausgekotzt werde. Ja. Das ist eine schöne Aussage. Vor allem vom Xi. Man dankt. Ja, ganz ehrlich, ich würde gerne von dir ausgekotzt werden. Ich möchte diese Frage nicht allgemein stellen, weil ich Angst vor Leuten habe, die ja sagen. Oh Mann. Aber ich würde auch nicht gerne von mir ausgekotzt werden, von daher. Gute Selbstreflexion. Mhm. Du hast echt ein gutes Bild von dir. Oh Gott. Ja, ich weiß. Alles kaputt machen. Töte sie alle. Oder auch nicht. Nee, das ist sehr krank. Ach so, ja klar. Hast den Schlüssel verpasst, richtig. Schätze mal, der kommt noch. Ja. Moment. Vielleicht kann ich da dagegen halten. Hä? Wozu? Also, selbst wenn du es könntest, wozu? Um da oben vielleicht eine geheime Wolke freizulegen, die man nur mit einem Stein freilegen kann. Was er immer denkt.
du meinst, das ist überhaupt in dem Spielprogramm technisch möglich, ja? Ja, da es in dem Hack auch möglich war, der an der Spielmechanik nichts verändert hat, wohlgemerkt. In einem Hack ist es möglich, ja, aber Hacks sind immer ganz extravagant. Ich habe gerade gesagt, dass dieser Hack die Spielmechanik nicht verändert hat. Okay. Hast du in Yoshi's Island jemals sowas gefunden? Yoshi. Die Sache ist, die ich erinnere mich an Yoshi's Island halt leider inhaltlich nicht mehr ganz so gut. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Warum sammelst du eigentlich die Münzen ein, wenn dir eh nichts bringt? Ja, das ist eine Frage, die wird sich noch auf ewig weiterstellen und die wird noch in den nächsten Generationen weitergegeben. Aber beantwortet kriegen werden wir sie nicht. Doch, die kann ich euch beantworten. Und die werden? Weil ich die roten Münzen von den normalen nicht unterscheiden kann. Doch. Ich meinte, ich selber kann's nicht. Achso. Nicht, dass man es nicht generell könnte. Soll ich dir vielleicht sagen, wie, was eine rote Münze ist und was nicht? Nee. Ich glaube, das würde ich als dezent nervtötend empfinden. Wieso, wenn ich die ganze Zeit rot, gelb, rot, gelb schreie? Rot, gelb, rot, gelb, rot, gelb. Selbst wenn ich sie einsammle. Ich glaube, am Ende denkst du dann, bist du beim Fußballspiel. Was? Ja, stampfen. Stampfen. Da war noch eins. Sollte mir das Ding wirklich noch eine Markierung zeigen? Geh mal nach links. Du kannst ja gerne nochmal aktivieren. Hier noch kannst mal. Ja nicht nochmal aktivieren. Also hier stampfen. Da drin war nochmal eine Markierung. Ne, weiter rechts. Da circa. Nein? Ja, wenn sie weg ist, kann ich da auch nicht mehr hin. Sicher. Ziemlich. Ich meine, man konnte in solche Bereiche auch nur, solange der Pfeil hingezeigt hat. Ja, es kann durchaus sein, das ist richtig. Dennoch hätte ich jetzt wieder was verbockt. Wie neu. Warum habe ich euch beide nochmal dazu geholt? Weil du es wolltest. Ja, weil ich nicht dachte, dass ihr derartig spottet. Ach, naja, es ist halt ganz normal, dass man in Yoshi's Island Probleme hat. 100% zu sammeln ist in Yoshi's Island halt echt ekelhaft. Wobei es mich immer noch ärgert, dass ich das nicht mit dem Item wusste. Wobei das mit dem der Münze ist mir jetzt inzwischen auch wieder in Erinnerung gekommen, dass man Münzen ja nochmal neu. Nochmal neu aufsammeln kann, aber. Muss halt wirklich alles machen, alles ausprobieren. Ja, es ist halt schrecklich. Ach Gott, schon wieder was zum Graben. Ja. Spiel liebt dich. Ich esse aber nicht. Also das war auf jeden Fall schon mal der Rückweg, damit du mit dem Schlüssel wieder zur Tür kommst. Und das da ist so etwas, warum das. Ach so, genau, das ist das Teil. Ich habe gedacht, den Maulwurf magst du am meisten. Nein. Was hast du nur gegen den Maulwurf? Moment, ich glaube ich. Hä? Welche Richtung will ich denn jetzt? Das sind Münzen. Münzen am Vorrang. Auch wenn da ein Gang wegführt, super. Die Münzen waren nicht gerade sehr nützlich. Ich glaube, jetzt musst du dir sowieso nochmal, glaube ich, in den Level rein, oder? Kann ich mir den Schlüssel jetzt nochmal holen? Natürlich nicht. Ich weiß es nicht, ob ich nochmal rein muss. Das wirkt ominös da drüben. Überhaupt nicht. Hä? Du machst echt alles kaputt. Ja. Ja, ja. Hab ja gesagt, ich bringe, glaube ich, mit dem Let's Play wieder ein paar Körner zum Beinen. Naja, also zum Glück kannst du nicht mich zum Weinen bringen, weil ich kein Körner bin. Ja. 10? Dir fehlen 10 Lotemmels. Ja, dann hast du auf jeden Fall irgendwo ein Secret übersehen. Also war. Ja, das war wahrscheinlich das mit dem Schalter.
Möglich. Bringt das 10 Lote Münzen? Manchmal schon. Wow, weiß man's. Moment, ich hab noch eine Idee. Klar doch. So, wenn wir den jetzt hier rein buxieren, passiert nichts. Aber hier müsste irgendwo doch noch so ein Mario-Ding sein, oder nicht? Man will mir ja hoffentlich nicht erzählen, dass ich die gesamte Strecke mit dem einen Schalter schaffen soll. Das kann's nicht sein. Hier lang? Nein, natürlich nicht. Was genau, was meinst du jetzt? Naja, diese Blöcke, die da erscheinen, würden ja auch erscheinen, wenn man den Schalter gedrückt hat. Okay. Blöcke. Von welchen Blöcken redest du gerade? Die gestrichelten? Okay. Ach so. Ist auch wieder nichts dran. Nun ja, es kann natürlich durchaus sein, dass wenn du den Schalter drückst, dann auch so eine Sterne auftaucht, ne? Ich habe auf jeden Fall hiermit, glaube ich, jetzt gerade was zurückgesetzt. Ja, vielleicht ist ja Glück. Weiß gerade noch jemand, wo die Wolke war? Hier irgendwo, glaube ich. Die Wolke war, glaube ich, jetzt da rechts gleich. Hier. Hat da nicht der Pfeil drauf gezeigt? Ja. Ja, ich meinte die mit dem Schalter drin. Die war da, glaube ich. Die ist direkt unter dir jetzt. Da hier? Ja. Fast. Nee, gibt's nicht mehr. Tja, hier scheint weg zu sein. Einmalige Chance. Verkackt. Aber die hat ja nicht mal wirklich lange gehalten. Ne? Was? Der Schalter? Ja. Deswegen habe ich gemeint, dass eigentlich irgendwo noch einer sein müsste, wegen den Plattformen da hinten. Naja, das ist ja der. Wahrscheinlich. Ja, aber du kannst doch die ganze Strecke bis zu den Plattformen wenn da hinten. Wenn ein Stern spawnt, bei der Plattform, kannst du das schon machen. Dann musst du nämlich über dem Stern einfach nur folgen. Aber ja, du kannst jetzt den Drill-Dingens da wiederholen. Ja gut, dann komme ich bloß in die Tür rein und krieg nur einen Gegenstand. Wenn ich das Spiel schaffe. Entweder das oder hier ist noch was versteckt. Was soll denn hier versteckt sein? Boing. Ich wollte gerade sagen, und jetzt trifft mich noch eine Fledermaus. Doch nicht. Tja, scheinbar schon. Und wie komme ich da hin? Ich weiß es nicht. Tja. Ich könnte sagen, der Abgrund da hinten, aber. Probier es aus. Theoretisch könnte ich ja einfach ein Leben opfern, oder? Ja, wahrscheinlich. So viel, glaube ich, habe ich jetzt nicht verpasst, dass man sagen könnte, oh nein, ich muss noch so viel machen. Spring da links rein, würde ich sagen. Jupp. Okay, wo an Leben? Naja, 62, ich glaube, ich kann es mir ausnahmsweise erlauben. Aber nur das eine Mal. Nur 62 Leben. Nee, aber wie viel hast du denn jetzt noch, Zeugs, oder ist das jetzt alles weg? Ich weiß es nicht mehr. Ist alles wieder weg. Es wurde so weit zurückgesetzt, bis dahin, wo du praktisch zwischengespeichert hast, okay. Das heißt, theoretisch kannst du jetzt vielleicht nochmal mit etwas Glück alles kriegen. Mit etwas Glück, von dem ich so viel habe. Tja. Ja, bist du nicht Sie, der Glückspilz, der Glücksritter, das Glücksbärchi? Das Glücksbärchi. Wie süß! Sorry, was anderes ist mit Glücks nicht mehr eingefallen. Aber dann ist ein echt fetter Glücksbärchi. Sind die das nicht alle? Nee, ich glaube, so sind die nicht mehr so fett.
Nee, so nicht. So sehr dann doch nicht. Wir wollten das nur aufhalten dann. Das kam natürlich jetzt wieder falsch rüber. So fett sind sie da doch nicht. Ich wüsste nämlich gar nicht mehr, wie... Ja, vielleicht kannst du mit diesem Stern praktisch das mit den Münzen machen. Mit den Nee, das hält nicht lang genug. Sicher, wenn jetzt hier... Ja, jetzt. Ist schon vorbei. Dann geht's zum Schalter. Ja, hatte ich gerade vor. Ich würde erstmal aber alles wegräumen. Ja, aber der Schalter, der hat auch irgendwo da oben noch in die Ecke, da links in die Ecke reingehen. Ja, und da muss ich wahrscheinlich dann in den Boden ran. Ah, ja, da. Ab rein in die Röhre. Okay. Solange es keine blinkenden Eier sind. Woohoo! Tolles Bonusgebiet. Wow. Naja, auf jeden Fall sind hier alle roten Münzen. Wissen wir ja noch gar nicht. Doch. Siehst du doch. Ja. Hast du jetzt alle roten Münzen zusammen? Ha, ha, ha. Am Arsch Gargantu. Blag. Na gut. Dann muss ich jetzt nur noch einen Weg finden, wie ich meine Sterne wieder zurückbekomme. Du hast doch ein rotes Ei. Das ist richtig. Nein, habe ich nicht. Doch, hast du. Ah, doch, doch da habe ich. Jetzt brauche ich nur noch einen Gegner, an dem ich es zerbrechen kann. An dem wahrscheinlich nicht, oder? Doch. Das sind aber nur zwei. Da! Das ist jetzt schon scheiße. Dann mach dir doch jetzt rote Eier. Du hast doch gerade gesagt, du kannst das. Ja, kann ich auch. Und hast du eigentlich schon alle Blumen wieder zusammen? Wups. Ah, ein Leben. So, damals. Gib her das Ding. Eine Blume fehlt mir noch. Hast du die da oben schon eingesammelt? Hast du die oben links jetzt schon eingesammelt? Also in dem, da wo jetzt gerade die Teile waren, die Steindinger, die du weggehauen hast. Ich hab das nämlich nicht mitgekriegt, wenn du Seilen gesammelt hast. So wollte ich das. So wollte ich das. Jo, das sieht absolut aus wie gewollt. Ha! Scheiß auf Physik. Der macht Festkörper. Physik funktioniert auch nicht in. Ja, okay, den hast du schon eingesammelt. Dann ist die letzte wahrscheinlich da, wo der Graber ist. Das war riskant. Ach, wir wären auch nochmal hier gewesen. Was? Achso, Sterne oder was? Wie ich so Pixel genau noch neben dem Abgrund auf dem Boden. Na, Pixel genau war das noch nicht. Also jetzt hast du alles. Ich glaube, ich gehe ins Ziel. Was haltet ihr von dem Vorschlag? Ich finde den super. Ich verstehe gar nicht, warum du das machen möchtest. Ich auch nicht. Du hast auch noch das Minispiel. Hast du irgendwas im Ziel verloren? Was irgendwie... Attacke! Jetzt voll in den Abgrund rein. Nö! Ich schaff das Scheiß-Level nicht! Aber auf jeden Fall verfehlst du das Ziel erstmal zweimal. Ja. Geil wäre jetzt noch, wenn von hinten so ein junges Viech gekommen wäre und dich erwischt hätte. Im Spiel musst du echt auf alles gefasst sein. So viele Möglichkeiten, wie du dir irgendwas verbauen kannst. So, Schlosslevel. Ach ne, jetzt mal Bonusspiel. Weil gar nicht mitgekriegt. Ein armiger Bandit. Yay. Sag mal, kann es sein, dass man. Ne, man kriegt nicht im einen Gebiet immer dasselbe Spiel, oder? Warte doch. Nee. Bin ich mir nicht ganz sicher. Langweilig. Aber es kann sein, dass es von der Blume abhängt, die du kriegst. Wow, 3 Leben, also ich bin beeindruckt. Vielleicht kriege ich ja noch die 100 zusammen. Hm. Vielleicht kriegst du irgendwann mal die 7 dreimal. Naja, ich glaube, das wäre mit der richtigen Technik gar nicht so schwierig.
Es sah mir jetzt nicht so aus, als ob das modsmäßig zufallsbasiert wäre. Ich glaube, im Großen und Ganzen brauchst du für alles nur die richtige Technik. Nein. Bei dem Kartenaufdecken geht es tatsächlich um Glück. Oh, das sind die Geister, die sich um sie. Die schüchtern sind. Die Angst haben. Ich finde die süß. Ich muss übrigens sagen, ja, im Schlosslevel kann man so tatsächlich die auseinanderhalten, die roten und die normalen Münzen. Aber das liegt einfach daran, weil das so sein soll. Was kann man? Ich habe gerade nicht ganz verstanden. Irgendwas mit Schlüssel auseinanderhalten. Münzen hat er, glaube ich, gemeint. Ich glaube, die Münzen kannst du im Schlosslevel nicht auseinanderhalten, wenn sie rot sind, oder? Ich weiß es nicht. Ich sehe diesen grünen Schimmer, der da. Diesen roten Schimmer eh nicht, der da sein soll. Hey, da oben werden Eier. Yay. Da ist ein weißer Geist. Ja. Geister sind auch selten anders gefärbt. Der war gut. Das war Sniper. Sniper schaut doch nochmal ein bisschen anders aus. Da bräuchte ich so eine hübsche dreidimensionale Ansicht mit Fadenkreuz. Ein dreidimensionales sah ja zu super interessant. Ja, du bildest dir wieder voll viele Dinge ein. Bildest dir wieder voll viele Dinge ein, die du extra haben willst. Bloß weil du nicht akzeptieren willst, dass es ein Sniper-Shot war. Ja, genau. So ist das. Ah ne, doch, der rote Schimmer ist, glaube ich, doch da. Das sind wieder die Geister. Das Ektoplasma. Ich finde, die Geister sehen immer noch komisch aus. Was war das gerade für ein Hüpferer? Nicht der richtige. Ja, diese Kiste sperrt ja penetrant den Weg. Das macht die mit Absicht. Davon gehe ich aus. Schon mal Kisten gesehen, die dir nicht so gewollt sind. Ich mag übrigens diese komischen Schleimviecher da, die so die Zunge rausstrecken und die Arme heben. Die finde ich irgendwie witzig. Mit denen kann man höher springen, hast du das gewusst? Nein, das wusste keiner. Kann sein, ich weiß es nicht mehr genau. Das Spiel ist wie gesagt schon eine Weile her. Mit den zwei Pfeilen ganz dezent angezeigt, hier sollst du hinschießen. Also ich finde das nicht mal so dezent. Ui. Erstmal so. Kotzen. Für was ist die Truhe eigentlich da, wenn die Penetrant den Weg versperrt? Damit du. Das soll praktisch ein Rückweg sein, du sollst nicht in diese Richtung gehen. Achso. Weil man da auch so viel tun könnte, wenn man da lang könnte. Ich finde übrigens die Oberlippen der Buhus in Yoshi's Island interessant. Warum? Ja, weil die so kantig sind. Die haben so eine vorne stehende Oberlippe. So ein bisschen wie Jafar. Die rechten sind noch rot. Jeder nicht. Da ist nur noch die Blume interessant. Ich sammle sie trotzdem ein. Ich glaube, irgendwann, wenn du sie 100% durchgespielt hast, kommt so eine Nachricht, du bist so ein Idiot. Du hast das Spiel, du hast alle Münzen gesammelt, obwohl das gar nicht nötig wäre. Nein, man kriegt aber eine Nachricht, die ähnlich bösartig ist. Achso. Ne, Osoma? Ich weiß es nicht mehr. Es ist eine Weile her. Es ist eigentlich nett gemeint, aber. So ich habe 90% des Spiels verdrängt. Ich weiß nur noch, die Musik war gut und man konnte Eier schießen. Man konnte Eier schießen. Und die Bosse waren ganz cool. Die Bosse waren super. Das Bossprinzip haben sie in den späteren Yoshi's Island Teilen aber auch ziemlich verkackt. Also auf jeden Fall hatte das Spiel einige super Dinge, aber 100%, alles was mit 100% zu tun hat, habe ich einfach verdrängt. Ach ja, ja gut. Ich meine, ich beginne langsam wieder zu verstehen, warum Horrorprozent für so viele so eine Horrorvorstellung ist. Ich glaube, es könnte ein bisschen schneller gehen. Ich
Ich weiß gar nicht warum. Woran könnte es nur liegen, dass 100% scheiße ist? Ich weiß ja nicht. Ich habe echt keine Ahnung, dass ich bei 100% immer anstingen muss. Ich bin ja immer noch so inner. Ich weiß nicht, warum ich mir das antue, dass ich mir Sunshine auf 100% antun will. Sunshine. So, und jetzt überlege, wer von uns der größere Masochist ist. Masoch. Echt jetzt außenrum geschossen? Nee, er ist entweder jetzt verschluckt, wenn er sich versteckt. Haha! Das war der Kappa-Move. Schon, ne? Mhm. Erstmal hier lang. Wünscht. Wie können die sehen, ob ich sie anschaue? Moment. Buhus sind ein bisschen speziell. Ganz speziell. Ich sag zu dem Ausdruck nix. Okay, da oben war nix. Doch, da ist irgendwas. Bringt halt nix. Du kommst nie wieder. Raus. Das klingt nach Bonus. Abteil, das ist sicher ganz toll. Ach ja, mit einem schwerhörigen Geist. Ja, schwerhörig. Mhm. Ist ja richtig. Bei Augenbinde steht immer für schwerhörig. Weiß doch jeder. Ja, warum sollte es auch nicht so sein? Ne? Weißt du, wenn sie jetzt auch nur in dem Spiel dafür gesorgt hätten, dass rote Münzen unter diesen hier sein können, dann wären sie richtig zum Kotzen. Sind sie aber nicht. Es ist keine einzige rote Münze dabei. Ja, das weiß ich schon, dass sie das nicht gemacht haben, aber wenn es so wäre. Ich glaube, das haben sie in anderen neueren Yoshi's Island Teilen aber tatsächlich eingeführt. Echt jetzt? Zum Glück spiele ich kein Yoshi's Island. Die neueren Yoshi's Island Teile sind beschissen. Yoshi's Island? Island. Ich habe zum Glück dieses Spiel nur gespielt, weil Super Mario World 2 heißt. Was hast du gerade gefragt? Nix. Ich habe nur an den DS-Teil gedacht mit Yoshi's Island. Ja, dann weißt du ja, was ich meine. Ja. Oh, es sind Holzbretter. Und die sind dreidimensional. Sind sie gar nicht. Ach, ich habe ja alles. Gut, dass ich einen Sternkreis gekriegt habe. Tja, jetzt musst du nur noch diesen Boss besiegen. Ja. Ist ja bekanntlich ganz einfach. Du hast nichts drauf bekommen auf deinen Kopf. Frage war bloß noch, was das für ein Boss war. Ach so. Ja, da. Ich hab zwischen auch nochmal überlegt. Wir haben das andere Baby sicher ein Boss als Schloss und werden es nie mehr freigeben. Ja, mach doch. Ja, wir schon Luigi haben. Dann wird er ein bisschen größer und dann wirft er halt Bowser direkt in seinem Schloss in die Lava. Braucht er sich den ganzen Umweg nicht antun. Okay. Ja. Und er hat sogar einen Haustürschlüssel, weil er dort aufgewachsen ist. Ja, das war da, glaube ich, der Geist, der immer größer wurde, wenn man ihn trifft, ne? Nein. Was brachte dich auf den Gedanken? Ich weiß nicht. Das ist reine Vermutung gewesen. Hat jemand gesehen, was der für eine interessante Locke da über den Augen gehabt hat? Nee, ja, der war so geringelt. Seine Augenbrauen waren irgendwie so komisch verbunden. Das war der Geist von Sanji. Oh. Oh Gott. Und warum drehen sich seine Augenbrauen um, wenn er stirbt? Übrigens, erstes Schlosslevel, das ich aufs erste Mal 100% schaffe. Langweilig. Weil auf dem Steckbrief auch irgendwie drehte Augenbrauen hat. Auf dem Steckbrief sah er einfach nur schlecht aus, weil der Zeichner nicht zeichnen konnte. Richtig. Und die Augenbraue umgedreht. Gut, da die letzten Folgen aber recht lang waren, würde ich sagen, beende ich die Folge schon an dieser Stelle. Wollen wir ja den Erfolg dieser Folge nicht unbedingt wieder kaputt machen. Wir haben 2 Level mit 100% geschafft, sogar ein Schlosslevel, und das würde ich gerne dabei bewenden lassen. Ja, das klingt nach einem vernünftigen Plan. Ja, dann endet der Tag nach den anderen beiden Aufnahmen wirklich mal schön. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Yoshi's Island. Ich bin der Xi. Ich bin Itful. Ich bin der Summe. Bis dann, Leute. Ciao. Wiedersehen.